Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Muss ich recherchieren? You bastards. Ey. Why are you making nicht so fies. So hard? Nicht so fies hier. Are you the ones who've been making trouble around Alfredton Village or not? We had no choice. If we didn't steal the vegetables and loot the traps, how could we feed them? We'll save you, General Kogan. Ich lasse es nochmal stillstehen, falls man es nicht verstanden hat. Leave the General alone! Okay, what? Well, this complicates things. But it doesn't explain why you attacked the merchant. We didn't! The General would never do such a thing. Wer war's dann? Didn't say you did. It must be someone else. A few months ago, we were living by the Imperial border. Then a bunch of scoundrels attacked and put us to heel. So we took refuge here. Come to think of it, these guys aren't wearing pink. Plus, I don't see hoods. Hoods? Those are the guys who chased us off. General Kogan hates hoods. But the man who attacked us wore one. Gar nicht gruselig, der Typ. Great. We bagged the wrong bandits. I mean, they shouldn't be stealing, but if they got mouths to feed. Do whatever you will with me, but please. Spare the others. General, no! Take me instead! Or me! Na gut. So be it. Oh, splendid. I sent you to solve one of my problems, and instead you've multiplied them. But they were driven from their village. General Kogan was only stealing vegetables to help his people. Can't we share some of our provisions to help him and the refugees? Of all the meddling. Oh, her ladyship is going to scold my ear off for this. First of all, this Kogan, general or not, is going straight into a holding cell for the time being. Her ladyship is that gal we met in Aronside Village, right? Is she really that scary? No. Weiß man nicht. She has a soft spot for stories like theirs. If I cause so much as a single tear, she'll berate me as a cold-hearted cad. So very well. You win. I'll have a rescue team sent to the ruins. Meanwhile, the general will have to answer for his crimes against vegetables. Understood? Understood. Thanks, Ymir. Mehr kann Ymir wahrscheinlich auch nicht machen. Sorry for the trouble. See, but I know you're not. Oh. Noah, my friend, my cousin. Ach, dein Cousin bin ich auf einmal. I don't know how to repay you for looking after my people. Thank you, cousin. Thank you, thank you. Okay, take it easy there, champ. Noah's just doing what he always does. And thank you, Cousin Leon.
Thank you. Jetzt sind wir alle Cousins, ja? Cousins, Cousinen, was auch immer. Wir helfen immer gerne, ja, sowieso. Haben die sich jetzt angeschlossen? So, was muss ich jetzt machen? Ja, fahre mehr über deine neue Mission. Geh nach Hause, davon weiß ich ja gar nichts. Nach Hause, wer hat das gesagt? Going home? Who said that? Karin Emir, I heard him. Wahrscheinlich eine Mission nach Hause, oder? Leanne's jumping to conclusions, as usual. Wait, really? Me? No, I ain't leaving for good. It's just a mission. Emir can fill you in. So, jetzt werde ich erstmal hier ins Lager. Verkaufspreis, Rüstung. Die ganzen Runen, wo ich nicht verstehe, was ich damit machen kann. Zumal die auch ein bisschen was Geld bringen, ne? Runde der HP bringt 2.500. Okay, Runde des Feuers. Dann habe ich erstmal wieder ein bisschen Platz in meinem Inventar. So, Emir. Erzähl mir mal, was Sache ist. There you are, oh great captain. It's Noah. Glaube, dass der Zug ist abgefahren. Oh great captain, I have a new mission for you. Already cleared it with Gar. You hail from the village of Kushiri, yes? Well, they've reported bandit troubles similar to Altverdin's. Kushiri. I would like you to investigate. Ich muss immer mal die Namen aussprechen, kurz nachdem sie ausgesprochen wurden. Oh, yes, indeed. I am. Oder so. Well, there you have it. I would imagine you'd leap at this chance. You must be wondering how your friends at home are doing, huh? I suppose I haven't seen Lean in forever. Don't confuse this for a furlough. We've received all sorts of worrying reports, and I need you on your toes. Yeah. Need I remind you about the Imperial Envoy? Now, decide who will be accompanying you. Alle dürfen mitkommen. Aber warum komme ich zum Beispiel nicht runter? Doch, jetzt komme ich runter. Komisch, also manchmal verstehe ich die Steuerung nicht. Dich nehme ich mit und Francesca. Weil Francesca ist einfach King. Oder Queen, besser gesagt, Queen. Great, let's get going. Once Noah tells us where to go. Kushiri is northwest of here, on the far side of the mountains. There's a pass west of Altverdin. Okay, das ist der Pass, der verschüttet war, ne? Ich müsste noch mal gucken, ob ich noch mehr rekrutieren kann.
So, ich gehe mal zum Schmied, ob der mir noch ein bisschen Waffen verbessern kann. Das wäre ja auch ganz nett. Und dann war ich beim letzten Mal durch dieses Tor. Ja, sorry. Dann mach den besser. Peng, peng, peng. Das Geld habe ich übrig. Beherzter Tritt. Also kriege ich jetzt bessere Schuhe dadurch, oder? So, dann kriegt sie nochmal was Besseres. Emily heißt seine Waffe. Okay, auch nicht schlecht. Und Francescas Morgenstern. Gut, tschüss. Ja. Da bin ich durch ein großes Tor gegangen, wo ich Yusuke auch gefunden habe. Da würde ich gerne nochmal hingehen. So, kann man hier mir mit Runen weiterhelfen? Kann ich Runen kaufen? Rune ändern? Okay, ich muss meine Runen zurückholen. Hätte mir das mal jemand sagen können? Ich habe einen neuen... Cool, ab Stufe 20, okay, dann werden die halt immer freigeschaltet weiter. Den habe ich bestimmt mit Stufe 10 freigemacht. Oh, okay, ich muss meine Runen holen. Hätte mir mal ja vorher einer sagen können, oder? Dass man das im Geschäft macht. Oder das Spiel hätte mir das mal sagen können. Das wäre ja premiumfreundlich gewesen, wenn das Spiel das mir gesagt hätte. Hm. Naja. Wie auch immer. Dann verbaue ich mal ein paar Runen. Was habe ich denn da so Schönes? Rune der Verteidigung. Die Elemente nehme ich auf jeden Fall mit. Rune der Windverzauberung. Also kann ich das auf mein Schwert legen quasi. Rüstungsdurchbruch kann verwendet werden. Finsterstich kann verwendet werden. Das klingt gut. Rüstungsdurchbruch. Boah, hab ich schon ein paar Mal. Kraft ist gut. Magie ist gut. Geschwindigkeit. Ja. Erhöht Fähigkeit, nehmen wir mit. Widerstand nehmen wir mit. HP nehmen wir auch auf jeden Fall mit. So. Obwohl ich wahrscheinlich gar nicht so viele einsetzen kann, aber... Vielleicht wird es jetzt nochmal so ein kleiner Hin und Her laufen, dass ich es austausche. Bisschen Runen austauschen. Oder vielleicht auch verkaufen. Weiß nicht. Rune ändern. Hätte mir das mal jemand gesagt. Cool, da kommt nämlich sowas jetzt rein. HP. Was machen wir denn? Ach, machen wir mal Geschwindigkeit doch tatsächlich. Stufe 14, okay, bei ihm ist es noch gesperrt. Der kann nur das anlegen. Sie wird auch erst 14. Oh, das ist dann ein Level und dann wird es frei. Rune der Blindheit. Wassermagie bringt ihm, glaube ich, nichts, ne? Feuer.
Blindheitsresistenz. Okay, also er wird nicht blind. Aber bei ihm wird es dann auch Stufe 14. Mein Gott. Bei ihr auch. Also habe ich jetzt alle umsonst mitgenommen. Mein, oh. Ja, Wasser ist ja gut. Oh. Also für eine Rune habe ich das jetzt gemacht. Cool. Okay, okay. Dann wieder alles zurück. Auf Anfang. Weil vor allem, die sind ja gleich 14. Machen wir mal den ganz schnell. So. Hat mich gefreut. Alle sind aufgeladen. Jawohl. Dann hau ich rein. Das ist jetzt wahrscheinlich die letzte halbe Stunde. Werde ich mir noch mal ein bisschen anschauen, was optimierungsmäßig so geht. Was weiter ist hier nichts. Hab Bock, meine eigene Festung jetzt zu bauen. Bin gespannt, wann es soweit ist. Alright, let's go embarrass Noah in front of his people. Our destination is northwest of here. Through the mountains, west of Alfreden. Ja. Da wo ein Steinschlag war. Ist das schlecht? Time for a little jaunt through the mountains. Okay, Francesca, dann machen wir das mal. Story. What exactly are you implying, General Chapel? General Chapel? Frankly, Countess Groom, it is the opinion of the Goldian Empire that these disturbances near our border are of your manufacture. Mhm. Galdenische Reich, ja. You want to pin that on me? This is clearly Duke's Aldrich talking. I learned about the bandits at the same time you did. The Duke's is deeply concerned by these attacks and will tolerate no threat to the Imperial people. Spare me. What is he really after? The rune barrows? Or another foothold like Norsfaria to aid his invasion of the League? A wild accusation. We have witnesses who have seen members of the Eltis Vice Watch inside our borders, and if you refuse to extradite them... You'll bring troops onto our lands? You are the one inventing a pretext for invasion, no matter how you try to pretty it up. This is a search for raiders. No more and no less. Once they are found, we will withdraw our troops. You have my word. Ach Mensch, Politik. Weltpolitik wieder hier. How delightful. Even the most artless swindler would spin a more convincing lie. Ganz schön tough, die junge Dame. Also, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass sie sehr schlagfertig ist. Da oben durch das Tor kann ich durch. Da wollte ich noch mal gucken, was es so gibt. Ob ich vielleicht noch den ein oder anderen Helden finde zum Rekrutieren. Aber ich weiß ja jetzt nicht, wenn man so einen Abschnitt abgeschlossen hat, ob da jetzt wieder neue Charaktere auftauchen in den Städten. Das ist das, was ich mich frage. Weil das wäre ja, oder wenn man Charaktere verpassen kann, das ist ja ohne Möglichkeit. Die würde mir sehr wehtun.
Charaktere zu verpassen, ist nicht gut. So, da gucke ich einfach mal hier, was es hier noch so Schönes gibt. Krummbezirk Norden. Weil da haben wir ja... Das ist die Ruine vom Anfang. Das rechts und dann ansonsten... Oh, ich muss irgendwie mal die Kamera ändern. Das ist ja... Komm damit nicht richtig zurecht. Das ist das Dorf, wo alles anfing. Da könnte doch noch vielleicht der ein oder andere Held sein. Oder ein Waschbär. Tschick, tschick. Ah, obwohl Lady Periel höchstpersönlich. Stimmt, die Lady Periel wohnt doch hier. Gerichte zum Runenhügel. Kinder, die spielen. Ah! Der sieht doch schon mal gut aus. You want me to join you? Gigina. Good eye, brother. Very good eye indeed. Gigina, Gigina. I am Gigina. Gigina. Mightiest of all beast warriors. And those who know me best, name me the Stone Lion. Aha. My goal in life is to gain strength. So I only join with the toughest of the tough. You are a lion. A lion! I've never seen anyone with such power. If you and I join forces, the sky is the limit. The sky of strength. That's it. You and me are teaming up. Okay, cool. Gigina, freut mich. Was steckt denn da drin, ein Kätzchen? Hat sich doch schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Aber ich laufe jetzt nicht nochmal zurück, um Gigina einzusammeln. Gigina kommt vielleicht irgendwann mal mit. Ansonsten gibt es hier sonst noch was Schönes, Spannendes. Ah, hier hat alles angefangen. Das weiß ich. Vor diesem Haus. Vor 6,5 Monaten. Oh. Oh, there, friend. Huang. You like to fish? Ja. Klar, ich liebe es. I used to love to fish back in my home village, but I don't even own a pole anymore. Shame. Even the greatest fisherman won't be catching much with just his hands. Here, take this one, friend. Cool. I can tell you're a good man, because no bad man's a fan of the fish. Krieg ich eine Angel? Klar. Du kannst jetzt an Angelplätzen angeln. Wirf die Schnur aus und zieh sie im richtigen Moment ein, um einen Fisch zu fangen. Während du angelst, kannst du auch Kochzutaten erhalten. Angelplätze gibt es überall und jeder hat seinen eigenen Fischbestand. Erkunde die Welt, um sie alle zu finden und seltene Fänge an Land zu ziehen. Nett. Hätte ich die Angel schon früher bekommen können? Achso, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte noch ein bisschen schmökern hier. Bist du ein Held? Zen, interessiert dich dieses Schwert? Anscheinend nennt man es in der Ostprovinz ein Katana. Ich habe es bei einem Händler gekauft, der sagt, er stamme aus dieser Gegend. Es steht mir aber nicht, oder? Aber es ist wunderschön und scharf und die Gravuren auf der Klinge sind wirklich etwas Besonderes. Könnte ein schönes Sammlerstück für jemanden sein, dem es gefällt. So, sonst noch jemand hier? Möchte sich jemand anschließen? Ah, hier war ja die Lagebesprechung. Nipp, nupp, nupp, nupp. Sieht nicht so aus, dass hier jemand ist.
Fühlt euch ganz wie zu Hause und ich würde gerne eure Geschichten über die Hügel hören, wenn es in Ordnung ist. Keine Zeit, muss wieder los. Alles nur Dorfbewohner. Gut, dann gibt es hier scheinbar nicht mehr zu holen. Aber es war eine Angel und ein neuer Gefährte. Was will man mehr? Das ist eine recht gute Ausbeute. So, jetzt gehe ich hier oben mal gucken, was das ist. Runenhügel. Keine Chance. Schade. Da oben war der Wald. Aber ich weiß nicht, wo unsere Samurai-Kämpferin abgeblieben ist. Das würde ich gern wissen. Ja, das sollte schnell und einfach gehen. Aber es bringt ja auch keine Erfahrungspunkte, die jetzt wegzuknüppeln. Das kostet nur Zeit. So, jetzt gucke ich mal im Wald. Vielleicht steht ja am Eingang jemand rum. Nope. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, sich jetzt nochmal durch den ganzen Wald durchzuknüppeln. Dann geht's halt wieder zurück. Andere Richtung. Genau da lang. Karten lesen ist manchmal gar nicht so einfach. Don't get careless. Flucht. Weil die Zeit spare ich mir. Sag mal. Was ist denn los? Bin ich ein bisschen Matsch im Kopf oder was? Ah, Bett ruft ja auch schon halb. So halb. Flucht erlaubt. Das ist wahrscheinlich, wenn man eine gewisse Stufe hat und die Gegner gewisses Level unter einem sind. Katzi. Miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Ja, der läuft manchmal straight in irgendeine Richtung, in die eigentlich gar nicht laufen soll. So, also ich könnte jetzt in den Dorf hier nochmal gucken. Es liegt ja auf dem Weg. Ob es jemand Neuen gibt, der rekrutiert werden möchte. Ich glaube eigentlich nicht. Da ist Runenhändler. Runenhändler bringt mir nichts. Yuka. Haben die Legende jetzt nicht durchgelesen. Abgehoben. So, sie ist auch Dorfbewohner. Hier ist ein Hund. Wäre cool, wenn man irgendein Tier, noch so eine Katze oder einen Hund rekrutieren könnte. Das hätte noch was. So wie die tolle Katze da oben. Nee, ansonsten ist nichts los hier. Jessica von Chazev. Zeigt euch, Banditen. Immer wieder weiter im Kreis. Okay, nee, hier ist nichts. Naja, aber man hätte mal gucken können. Dann rinne in den Berg, der jetzt auf magische Weise scheinbar wieder offen ist. Side of these mountains?
Watch out, world. Das Beste ist, ich muss das meiste noch nicht mal vorlesen, weil es so wunderbar vertont ist. Genau, also hier läuft alles ein bisschen langsam ab. Kämpfe sind rundenbasiert. Man hat Zeit, zwischendurch zu quatschen. Man hat Zeit, zu überlegen. Also quasi genau das Richtige für mich, der es nicht mehr so actiongeladen braucht. Zur Story an sich kann ich noch gar nicht so viel sagen. Zur Story kann ich nicht so viel sagen. Es gibt zwei große Nationen oder zwei große Zusammenschlüsse von Nationen. Die haben zwar Frieden geschlossen, aber dieser Frieden ist halt sehr brüchig. Und es steht so kurz vor irgendwas Großem. Großer Krieg, vermutlich. So wie es immer mal ist. Und man selbst spielt eine lustige kleine Truppe, die man sich selbst zusammenbastelt. Also das geht gerade los, das Zusammenbasteln. Deswegen im Titel 100 Heroes. Man kann wohl... Okay, ich habe den armen Bären gefangen und Nahrung bekommen. Man kann 100, wenn nicht sogar über 100 Charaktere rekrutieren, die dann auch alle spielbar sind. Ja, die man sich dann in seine Party hier reinholen kann. Und dadurch entstehen zig Möglichkeiten, zig Synergieeffekte. Jeder Charakter hat so seine Eigenheiten. Und dadurch ist sehr, sehr viel möglich. Ich glaube, so kann man es grob zusammenfassen. Also es ist halt... Ich bin auch selber noch sehr am Anfang. Ja, jetzt zeigst du es mir an, dass da eine neue Rune freigeschaltet wird. Cool. Ich bin auch noch sehr am Anfang. Das sind jetzt die ersten 6 Stunden so. Ist noch alles sehr seicht. Also man wird jetzt reingeführt in die Story. Ein paar Helden durfte ich schon rekrutieren. Ich weiß nicht, warum... das arme Bärchen oder was das auch immer ist, hier einfach so im Netz liegt. Und ich dafür 10 Nahrung bekomme. Tja, also die ersten Helden konnte man schon rekrutieren. Das sind... waren bisher sehr charmante... Persönlichkeiten. Volldampf, Rotationsschlag. Ich weiß jetzt gerade nicht, was abgegangen ist. Ob die eine neue Fähigkeit gelernt hat. Weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall können sie jetzt alle Runen anlegen. Cool. Ist nur Pech, dass meine Runen, also Runen in dem Fall, sind... Gegenstände, die Fähigkeiten freischalten, sei es Magie, verbesserte Statuswerte, neue Fähigkeiten. Und ich habe schon ein paar gesammelt, habe ewig nicht gewusst, was ich mit dem mache, bis ich jetzt festgestellt habe, ich kann die ja einsetzen lassen, aber nur in dem Shop. Und ja, das habe ich alle Runen, weil ich die bisher nicht einsetzen konnte, habe ich sie im Lager gelassen. So. Und jetzt können alle Runen anlegen und ich habe keine Runen mehr. Okay. Sie hat auf jeden Fall eine neue Fähigkeit gelernt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wie sie das geschafft hat. Greif Gegner mit aller Kraft an, geringer bis schwerer Schaden.
Das freut mich für Lien, dass sie so munter neue Fähigkeiten lernt. Also das habe ich, also es wird auch sehr wenig erklärt, muss ich da sagen. Es wird hier wirklich sehr wenig erklärt, wie das alles funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob sich diese Runen dann weiterentwickeln und man neue Fähigkeiten lernt. Spiel hält es nicht für nötig, das zu erklären. Ich finde es sehr schön, dass es eine Autofähigkeit gibt. Falls man diese Frauenstimme gerade etwas vulgär hat oder aggressiv hat rufen hören, das ist meine Heilerin, die Francesca. Ein sehr eigenwilliger Charakter, der sanftmütig auftreten möchte. Also als Heiler geht man ja immer davon aus, sanftmütig. Aber Francesca hat ein paar Aggressionsprobleme. Sie schreit gern Leute an, wenn man ihr etwas Böses antun möchte. Genau, die Autofähigkeit ist sehr entspannt. Da muss man halt nicht alles einzeln eintippen, sondern kann das auch noch über Voreinstellungen machen. Dass dann jeder Charakter ungefähr weiß, was er zu tun hat oder was er nicht tun soll. So, gehe ich da jetzt hoch? Ich muss da hochgehen, um meinem Drang zu befriedigen. So zum Beispiel so eine Truhe zu finden. Hätte ich die Truhe da liegen lassen. Da kommt der innere Monk in mir raus. Dass ich alles looten muss. Und alles finden will. Jawohl. So. Also, ja, mehr sollte da oben nicht sein. Also hat sich schon mal gelohnt. Kiste und Bärchenfleisch. Wofür ich die Ressourcen brauche, ich habe noch keine Ahnung. Für die Ressourcen habe ich noch überhaupt keine Verwendung. Ich habe eine Ahnung, weil man kann dann wohl mit fortschreitender Story auch seine eigene Basis aufbauen und ausbauen. Und ich vermute mal, dafür sind dann die Ressourcen da. So, also jetzt viel Gelaber von meiner Seite aus mit den Erklärbär gemacht, aber ja, das sind halt JRPGs, ne? Die haben halt viel zu erklären, viel außen drum herum, viele Gameplay-Elemente, Story-Elemente. Das ist dann, wenn dann vielleicht eine neue Zuschauerschaft auch reinkommt, dass man einfach mal den Erklärbären macht. Ein bisschen nebenbei. Das ist mir das Schöne, dass es hier diesen Automodus gibt und man muss sich nicht so hart konzentrieren. Das ist das Schöne daran. Genau. So, haben wir noch was Spannendes hier? Lalalala. Naja, wir gehen jetzt ins Dorf des Hauptprotagonisten, von dem er vor einem halben Jahr irgendwie ausgezogen ist, in die Welt hinaus. Kishiri is just a little ways to the west. We're here to deal with the bandits, but we should still stop by Noah's village first. Not too much farther. We can do this, folks. Alles klar. Werden wir verfolgt? Oh, wir werden verfolgt. My. I wasn't sure who we were tailing. But now I'm glad we did. Okay, mysteriöser, böser Mann. Was wollen Sie von mir? So, Dorf Kishiri.
Kishiri, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ausgesprochen wird. Sagen wir da mal hallo, kurz noch. Ich hoffe, das geht schnell. So, also das ist das Heimatdorf des Protagonisten. JRPG typischerweise ein Waise. Er hat keine Eltern mehr, nur eine Tante, die ihn großgezogen hat. Eine Schwester hat er noch. Wie ich es mitbekommen habe. Genau, Lean müsste seine Schwester sein. Nein, meine kleine Schwester. No, she's my little sister. Didn't I tell you that? Ja, hast du, glaube. Boring. And yeah, I would have pried, but you always breeze past her in conversations like she's off limits or something. Well, maybe I'll just elbow in and tell her I'm your girl. Ja, Lian. Don't you dare. Anyway, it really has been too long. I hope everyone's doing all right. The day I left for the watch, the village threw a big feast to wish me luck. Mm-hmm. Sounds like a nice community. Das auf jeden Fall, ja. It is. Now let's head in so I can introduce you to Lean. Na gut, dann gucken wir. Das ist also dein Heimatdorf. Manchmal gibt es rechts unten noch ein paar Sachen, die... Also... Ich hoffe immer nicht, dass ich die übersehe. Lean, hallo. Ah, der junge Noah. Möchtest du mein Haus sehen? Es ist mein ganzer Stolz. Ho, ho, ho. Nee. Oder ist da jemand drin, den ich rekrutieren kann? Dann gucke ich mir gerne dein Haus an. Aber nein. Dann habe ich kein Interesse an deinem Haus. Aber ich gucke trotzdem mal in die einzelnen Häuser rein. Hallo? Oh, Noah. Ich wollte dir dein übliches Sandwich zubereiten, aber meine Zutaten sind alle. Tut mir leid, Liebes. Komm bald wieder. Ruhiger Empfang. Is that you, Noah? Ich bin's. Hey, everybody. Noah's back. It's so good to see you. Ja. How's the watch? You must be the rising star, a real fighter, just like your pa. Not quite. I'm still finding my wings. Ah, du bist doch schon Kommandant. Aw, look how much they love you. Okay. Dem Haus war ich. Dann gucken wir mal in dem Haus. Was aber Spannendes gibt es hier so bei fremden Leuten zu Hause. Ja, wenn das nicht der junge Noah ist. Die Erdbeeren sind noch nicht da. Tut mir leid. Sie kommen bestimmt bald an. Also komm später wieder. Gibt es dann Erdbeerkuchen? Dann bin ich dabei. So viel mehr gibt es ja hier schon gar nicht mehr. Außer dass jetzt hier eine kleine Sequenz wieder getriggert wird. This is your house? So this is the house where Noah used to reside, huh? Noah! So, das ist bestimmt sein Tantchen. Sein? Noah, you're back. Sein Tantchen? How are you? Ja. I've been worried sick. Hi, Aunt Martha. I'm good. But don't get too excited. I'm just here on assignment. Well, I'll take what I can get. Oh, I'm just tickled to see you. You look wonderful. Thanks, Auntie. Auntie. It's so nice to meet you, ma'am. You might say I'm Noah's, what's the word? Well, let's just say I occupy a special place in his life. You can call me Leon. What? Tantchen ist begeistert. I mean, of course. These things happen when a young man leaves the nest and so forth. Why didn't you tell me sooner, Noah?
No, it's not like that. Leon's just being weird. Then why are you red as a beet, hmm? Oh, I can't wait to tell the whole village about my Noah, the lady killer. Lady killer. Wow. Thanks. I'm gonna be untangling that mess for years. Let's just go find Lean. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich finde die Dialoge charmant. Selten so viel geschmunzelt. Lean? I'm back. Lean. Jetzt bin ich mal gespannt, wer Lean ist. She not here? I mean, it's not like her to sit around at home, but... Uh-oh. Oh-oh klingt sehr gut. Gibt's hier Loot? Ooh, is this your room? Ganz schön voll, wenn alle drin stehen. Is it that obvious? A fine room. Der mit seinem Akzent, ey, der. So kann man was machen. Handeln aus Holz, Boxsack. Die, weiß nicht, was für Waffen das sind. Sowieso sensenmäßig, die er. Also er hat sich schon fit gemacht, ne? Also. Maschine. So. Lean's not home after all. Okay, Lean ist nicht zu Hause. Aber ich sehe eine Truhe. Ich sehe Loot. I hope the runes aren't smiling on the luckiest girl alive again. Who are you? Okay. What do you want? Sind das die Bösewichte, die mir verfolgt sind? What's going on? Schnell noch looten. Rotkäppchen-Skript erhalten. Halt auch noch nicht rausgefunden, was es mit so Büchern auf sich hat. Was all that? What's happening? Come on! Oh Gott, der Akzent. Ah, da ist Mr. Bösewicht. Was willst du? In meinem Dorf. Who are you? Are you from the Watch? Something tells me you already know that. And just what are you up to anyway? He's giving me the creeps. What can I say? You've read me like a book. Wie heißt der Herzwein? Now burn it all! Na, hier wird ja nichts niedergebrannt. Hört mal auf. Brennt doch nicht das schöne Dorf. Was ist denn jetzt hier los? No! Stop! Stop! Oh, but I can't do that. Actionkampf hier. Das zum Ende. Ich muss doch morgen früh raus. Hauen wir eine Combo raus? Komm, wir hauen mal eine Combo raus. Hurt 2 ein Dieb. Dieb mit Bogen. In den komme ich nicht ran. Ich muss erstmal den hier vorne wegmachen. Doppelschlitzer. Aufladen. Nehmen wir mal den da hinten ins Visier. Ja, mach mal den. Oh, der greift aber flott an. Oh, der hat mich schlafen geschickt. Okay, aber die Diebe halten schon mal nicht viel aus. Das macht mir Hoffnung, aber...
Okay, hat er noch nicht, dann rühren wir mal auf den ein. Volldampf-Rotationsschlag. Machen wir mal auf den. Der greift den nochmal an. Sie kann schon wieder heilen. Stille Wut hat sie gelernt. Wandle sie Magie um. Einen erhitzten Zustand für 3 Minuten. So, gar was geheilt werden soll. Okay, der Bogenschütze ist weg. Der ist auch weg, wunderbar. So, ist nur noch Hertzwein da. I need to heal. Wir mussten heilen. Gar keinen. Schwungschlitzer. Angriff. Aufladen. So, wen heilt sie denn am besten? Machen wir es mal so, ja. 26. Nochmal. Oh, das hat wehgetan. Okay, das war's schon. Okay. Kleiner Showkampf, oder? Fand ich jetzt nicht so. Das sind halt einfach eine Überzahl. Sag doch nicht ihren Namen. Have you blocked the way out of the village? Yes, sir. Good. Forgive me, Master Erstwhile, but is this truly the best village to target? If they come looking for the truth. Wenn sie versuchen, die Wahrheit zu erfahren. All we need is for rumor to spread of an attack near the border. Ja, da will jemand Zwietracht sehen. By the time they're through bickering over what happened where, the deed will be done. And besides. Yes. If a village must burn, where better than a place that fraternizes with tailed half-breeds? Besser ist, dass sich mit diesen Mischlingen mit ihren Schwänzen verbrüdert hat. Okay. Was ist das für eine Aussage? Okay, ich bin 3 Schritte gelaufen. Die können wir auch schnell so wegschnippeln. Die knüppeln wir so weg. Oh, 46. Doch ein bisschen bessere Rüstung vielleicht demnächst. Vielleicht. Bessere Rüstung. 15. Perfekt. Komm. Noch mehr. So, ich muss heilen. Sie kriegt nochmal 1. So. Jetzt schnell weiter. Immer ein paar Schritte mehr geschafft.
schnapp die. So, jetzt sind es schon 4, aber ich mache trotzdem den Autokampf. Bisschen Schaden machen sie ja. Alles im Rahmen. Ich mache mir ja gar keine so großen Sorgen. Meine Helden sind gut trainiert. Ja. Gegen so ein paar Banditen. Das schaffen wir doch. Mit links. Stufe 15. Und noch mehr. Also wieder 3 Schritte und dann... Ach, die Synchro, ey. Aber es werden noch immer mehr, ja, das merke ich. Wäre denn immer mehr. Oh, dann noch daneben. Was ist denn da los? Also wollte er mich aber ärgern hier. Ja, schön die erste Reihe. Nicht... Oh. Ist sie weg da hinten? Hast du meine Francesca umgebracht? Was ein Schwein. Ja, Francesca hat auch noch nicht so viel. Die müsste mal eine HP-Rune, müsste ich der Globe anlegen. Damit sie ein bisschen mehr bekommt. Mhm. The village entrance is a trap. Come through the forest. Ah. Says the man in imperial colors. Who I am and why I'm here can wait. Now, follow me. And quickly. Da hilft uns das Imperium. Das Reich. Aren't you eager to see that old chatterbox, Martha? Let's go. Oh, thank goodness you're safe. Glad you made it, Noah. Is everyone all right? Ja. And where's Lean? If she's not here, I'm going back to... Easy, Noah. Lean is going to be just fine. No. Then why haven't I seen her? Because she left the village a week ago. And in fine spirits, I might add. Said something about a grand adventure with her new best friend from the forest. Of course I tried to stop her. But you know how that girl is. Dann wird sie sich doch bestimmt noch anschließen später. A grand adventure? Are you joking? At least she's safe. Mm-hmm. And so are we, thanks to that gentleman and the young man with flaxen hair. Das ist doch unser alter Buddy hier, oder? Valentine. And while I appreciate the praise, all we did was respond to the situation as it unfolded. Valentine. Ah, but here comes the lieutenant now. Ah, da kommt unser alter Buddy. I did a quick sweep of the area.
No one followed us. Sane? Is that you? This can't... Noah! What are you doing out here? Hold on. You know the lieutenant. Ja, zwei Verflossene hier wieder. Haben sie sich wieder gefunden. So that was your home. Ah. But it is a terrible thing. Ja, da sagst du was. And you're saying you got sent to investigate the bandits, just like us. Correct. With Countess Groom's permission, of course. Only after we arrived did we start to question what it was we were actually investigating. Well, now that we've found the bad guys, let's team up and teach them what's what! They'll doubtless have withdrawn already. Besides, none of this adds up. What do you mean? The rumors circulating around the Empire say the raiders are targeting Imperial villages. Wait, your lands? Maybe they're attacking the League and Empire both. I mean, they don't seem too bright. Oh, sie wollen halt Unruhe stiften, würde ich mal meinen. No, because if you believe the rumors, the raiders are the Eltis Vice Watch. Wait, us? That's ridiculous! How dare you? Hey, easy. I'm just passing the rumor along, not confirming it. But I know deception when I smell it. Clearly something strange is afoot. And why are you dragging us into it, huh, buddy? Why do you keep insisting this is my fault? Well, we'd better return to Eltis Vice and fill the brass in. We'll report back as well. There are many dots that yet need connecting. Das stimmt allerdings. You be careful out there, Noah. Die große Verschwörung. Oh, and always boil your water before you drink it. Auf jeden Fall, Tante. You'll keep an eye out for Lean. You just leave your sister to me. Next time she's home, I'll grab some rope and hog tie her so tight she'll never get away. In the meantime, we've got some rebuilding to do. It's unlikely the raiders will return, but all the same, I advise you to wait before going back to the village. Noah's father would never forgive us if we abandoned our home. Thank you. All of you. Shall we be off? Safe travel, Sane. Oh, and you too, I guess. Safe travels to you, my lady. My lady. All right. Gut. Let's go. Also muss ich den Berg wieder zurück? Den ich gerade gekommen bin, wahrscheinlich. Noah. What? I can't help but worry that the next time we meet. Ah ja, gegeneinander. We'll be on a battlefield. Oh. Das wollen wir doch nicht. You've got your path, Zane. You know what you want out of life, so just go for it, wherever it takes you. Yes, but... Meanwhile, I'll just keep meddling like I promised. For what it's worth, I don't think that will put us at odds. So long, Sane. Hope you have some good stories ready for the next time we meet. So that's Noah, eh? Glad to finally meet the lad, considering how much you talk about him. Something tells me he's just the kind of friend you need. A friend. Let's just hope this premonition scratching at the back of our brains doesn't come to pass. Kannst du ja nicht leugnen, dass das nicht dein Freund ist. Was wir alles durchgemacht haben schon zusammen. Vor einem Monat. Was das war, so Laden hat er gespeichert. Nee, hat er nicht. Kann ich irgendwie speichern? Ja, ich kann zu dem Hügelding gehen. Bad idea. Raiders maybe. Ja. Geh ja schon wieder ganz ruhig.
So, jetzt hat er aber gespeichert. Den Autospeicher. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.